Ja, abspeichern. Ah, komm, wir versuchen jetzt einfach mal 150. Was soll das denn? Es wurde ein Goldpokal errungen. Ah ja, Grünfeuer. Grünfeuer haben wir erhalten, das Luigi-Card. Interessant, dass das nicht von Anfang an zugänglich war. Die haben uns, glaube ich, nur Okay. verarscht. Dann starten wir nochmal ein Rennen. Grand Prix. 150, sagtest du? Ja. Machen wir 150, okay. Bin mal gespannt. So, dann würde ich jetzt aber mal sagen, einfach mal, um Abwechslung reinzubringen, nehme ich einen anderen Charakter. Wen nehmen wir denn? Ich schau mal. Also Mario und Luigi, das weiß ich, die haben die beiden. Beide die also die Charaktere, die übereinander sind, die haben alle dieselben Ja. Specials. Nur dass Yoshi hat, glaube ich, so ein Ei, ne? Yoshi hat ein Ei, genau. Nur dass die Farbe halt anders ist. Mir fehlt gerade auf, Todd fehlt. Wer ist Todd? Der Pilzkopf. Ja, stimmt. Der macht ja die Siegerehrung, der hat dafür keine Zeit. Der Ja, stimmt, beschäftigt sich nicht mit dem richtig, Pfad. richtig, richtig, genau. So, ich nehme mal hier den Kevin. Ja, Kevin nimmst du. Dann nehme ich Yoshi. Jetzt haben wir auch andere Cards zur Auswahl. Müssen wir mal hier gucken, was hier. Es ist immer das, ne? Oh, guck mal hier das. Aber das, ist das jetzt, wenn ich fahre, ist das sehr schnell? Oder ist das jetzt nur, wenn ich da drauf bin? Das ist die Frage. Also bei mir steht ja Gewicht. Ich glaube, das liegt eher an Ach dem so, das ist, Charakter. glaube ich. Nee, das ist. Das hat, glaube Nein, ich, nein, nichts mit nein, dem. das stimmt, Das hat gar nichts mit dem Charakter das zu hat gar nicht tun. stimmt, das hat gar nichts mit dem Na, Charakter. hier, Das du ist das. Profi. Dann nehmen wir einfach mal. Ja, dann nehmen wir mal das hier. Wir brauchen ja hier schön. Das, was wir eben freigeschaltet haben. Ja, klar. Okay. Ah, ich finde die neue Yoshi-Stimme nicht so toll. Also. Ja, ich glaube, der Synchronsprecher ist gestorben. Man muss den Ersatz dann finden. Ja, ganz bestimmt. Dann, ja, Nee, würde ich nicht sagen, nochmal das nehmen wir erste. den Blumencup oder den Sterncup? Ja, komm direkt hier den Sterncup. Den Sterncup. Alles klar. Sorbet Land. Glaubst du, hieß auch eine Mario Kart 64? Ja. Nee, ja, die Stimme von Yoshi, weil Yoshi hat, glaube ich, seit GameCube diese Yoshi-Stimme. Und in Mario 64 oder ja auch So, da geht ja Mario schon gut Kart gibt es los. die bessere. Ich weiß aber nicht, meiner Meinung nach, ich weiß es. Ich kann es allerdings nicht mehr nachmachen. Ich schätze mal, die meisten wissen, was ich meine. Und ich habe kein Item eingesammelt. Sehr schön. Schon wieder nicht. Egal, wir sind dennoch Zweiter. Da war ich kurz davor, deiner Frau mal richtig hier schön. Da ist er, liegt. Schon roten Panzer, super. Oh, da kommt einer auf uns Oh, oh, geflogen. oh, oh! Sehr gut gefahren. Ja, man muss erst mal reinkommen. Schon 150 Kubik, das ist natürlich schon eine, schon eine andere Liga. Oh, was ist. Was ist denn? Ja, genau. Was? Das war's Der schon. Eisblock hat den. Hat deinen Panzer abgewehrt. Das ist so gemein. Kann halt Deswegen nicht ist immer das gewinnen im Oh, Leben. schön. Das hast du. Ja, natürlich. Oh, dann nochmal. Verfolgt ihr auch einen? Nee, ne? Ich glaube Ich nicht. Wir glaube, müssen mal hier auf den schießt du in einfach den gerade Tunnel rein. durch und dann nimmt er einfach alles mit Und und wir gibt dir haben den, jetzt ne? wirklich. Ja. Was ihm in den Weg kommt, und da ist er kaputt. So. So, jetzt muss ich mich mal wieder anstrengen. So, der Platz, das geht ja gar nicht. Oh, sehr schön. Oh, wir haben dir das Item geklaut. Das ist ja schön. Juhu! Er ist auf Platz 1. Oh, man. Das ist ja auch eine lustige Kombination. Mario mit Bowser. Auf Platz 1. Das ultimative Team. Die sind auch, glaube ich, sehr gute Freunde. Die tun halt immer nur so fürs Fernsehen. Fürs Fernsehen, Aber in richtig. Wirklichkeit gehen die dann doch schon mal zusammen Bier trinken. Oder fahren zusammen Auto. Was ist da mit Peach? Weinen sie denn die ein oder entführt Bowser die einfach und das sagen sie, ja, es ist ein Spiel? Ich glaube, die wird rumgereicht. Das ist, glaube ich, so ein Wanderpokal. Nintendo ist nämlich gar nicht so kinderfreundlich, wie die immer tun. In Ja, Wirklichkeit ist das hier ja. alles voller Sex und Intrigen. Man erinnere sich noch an Mario, Super Mario 64, wo man das, das, den Baby-Pinguin umbringen konnte, ne? Zum Beispiel. Ja. Platz 1. War aber diesmal Das doch war schon noch relativ, härter. Also, ja, na gut, die relativ Strecken sind knapp. auch schwieriger. Ich meine, durch das Eis schlittert man natürlich auch ein bisschen so durch den Kurs. Wieso musste man bei Mario 64 eigentlich diesen Hasen fangen, der danach dann traurig war? Das habe ich nie verstanden. Das ist eine gute Frage. Ja. Nächste Strecke. Mit Ich schätze solchen mal einfach Sachen. ein lustiges Gimmick. Mit solchen Sachen beschäftige ich mich den ganzen Tag. Mit der Hasenjagd von Super Mario 64. Ja.
Ich weiß es vielleicht noch nicht. Und den konnte man dann so richtig werfen, glaube ich, wenn man den mal gefangen hatte. Das ist einfach ein witziges Gimmick, schätze ich mal. Und wieder kein Superstar, das gibt's doch nicht. Dann vielleicht noch hier, zu da einem speziellen Bug-Use, den man durch diesen Hasen machen kann. Boah! Ja. Das war gemein. Und schon auf Platz 7. Ich könnte... Naja, erste Runde. Das ist hier, weil du die ganze Zeit nur bla bla bla, ne? Naja, man weiß ja, wie das ist. Oh. Ja. Ich sag nichts mehr. Gibt natürlich sämtliche Abkürzungen, die uns. Ja, stimmt, genau. Würdest du bitte mal meine tolle Drift-Einlagen hier loben? Ja, das war wunderschön. Das ist nämlich hammerhart hier in dem Gegenverkehr. Ich war heute schon wieder kurz davor zu drücken. Um uns zu retten oder um uns in den Tod zu reißen? Das ist die Frage. Das weiß ich noch nicht. Okay. So, jetzt aber. Ach, wir sind. Ah, jetzt sind wir erst. Schon wieder Mario und Bowser. Ja, starke Konkurrenz. Oh, wow, hast du das gesehen? Das? Da habe ich. Oh nein. Ah, oh, super. Ding, aber da kann man, glaube ich, nichts machen, ne? Da kann man, glaube ich, wirklich nichts machen. Und du hängst unten? Was soll ich denn machen? Oh, jetzt habe ich es einfach geschossen. Ich habe aber auch jemanden getroffen. Getroffen, genau. Ja, du hängst dann da unten. Wenn du nicht rechtzeitig A drückst, dann stirbst du und bist dann quasi... Nein, Quatsch. Also da bist du quasi handlungsunfähig. Wow. Wow. Ja, das war nicht schlecht. Wie hast du eine Banane? Aber nur Platz A. Oh, schön. Warte. Oh, meine Güte. Ich habe nichts gemacht. Ich hab ja, das war... Ich habe gedrückt. Aber ich muss... Oh, Gott. Ich muss aber tatsächlich sagen, das hätte ich vielleicht auch am Anfang gesagt, und ich finde die Steuerung ein bisschen schwammig. Also da war es bei Mario Kart 64 doch ein bisschen besser. Also ich habe es einfacher in Erinnerung. Kann ich natürlich irgendwie fahren, jetzt mal einen anderen Weg, würde ich sagen. Hey. Siehst du, das sind halt die Sachen, die uns hier zum Sieg führen. Ja, ich verstehe. Komm. War ein bisschen zu spät. Da kommt doch schon wieder irgendwas angeflogen. Schön. Ja, da konnte ich nichts mehr machen. Jetzt haben wir aber verloren. Nein, wir sind auf Platz 4. Ja, genau. Das kann nicht sein. Verdammt! Schön. Ach, getroffen, schön. Oh, wer hat den letzten Blitz geschossen? Der Letzte. Der Letzte kriegt immer die ganzen tollen Sachen. Sehr wahrscheinlich, ja. Und es ist alles so... Ja, warum sind die denn so... Komm, die muss ich mal hier. Ah! Nein. Ah, oh, das kann doch nicht sein. Fahren natürlich. Du fährst aber auch sehr schlecht. Naja, fetter Platz. Geht ja noch. Das war definitiv nicht meine Schuld. Ja, die Steuerung ist einfach zu schwammig. Guck mal, jetzt weint der kleine Kevin. Auf welchem Platz sind wir denn jetzt? 3. Oh, Gesamtwertung ist aber... Wie viel kommen denn noch? 2? 2 Strecken, glaube ich, noch. Naja. Jetzt müssen wir aber auch mal hier ranklotzen. Oh, die hasse ich so, die Strecke. Aber ein cooles Design. Yoshis Pisten. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr an die... Naja, starten. Ja, da kann man ins Wasser fallen und so. Ich weiß immer noch nicht, wie okay, hier der Superstart geht. Wenn du jetzt einen Superstart machst, gewinnen wir. Und es hat geklappt? Nee, hat nicht geklappt, aber... Ja. Dann gibt's halt einfach mal eine drauf. Oh. Siehst du, ich meine, ich drifte ja nur so ein bisschen. Vielleicht sollte ich das auch sein lassen. Vielleicht habe ich auch einfach, weil ich gedrückt habe. Und der schießt doch schon wieder irgendwas. Da sieht man die roten Flammen. Die sind grün. Die waren grün. Ich sag die grünen Flammen. Was hab ich gesagt? Rot. Also. Da hab ich mich, glaube ich, verhört. Du weißt schon, dass wenn du auf der Wiese fährst, dass das Kart automatisch abgebremst wird. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich steuere einfach verschwammig, wie ich finde. Vielleicht liegt es auch an den 150 Kubik. Hast du das gesehen? Das war doch alles... Perfekt. Oh, ja. Wenn ich dich nicht hätte, ne? Ja. Dann wäre ich jetzt auf Platz 8 und würde... Na, das ist mein Special. Dann wärst du jetzt auf Platz 1. Was macht das? Verfolgt das einen? Ich glaube, das verfolgt einen, ne? Ja, das verfolgt einen, glaube ich, wie den roten Panzer. Ja. Und wenn es trifft, dann stirbt der. Genau. Nein, da gibt es dann diese... Genau. Kommt dann da meistens eine Bananenschale oder auch zwei Pilze raus oder schon... Oh. Sehr schön. Ja. Oh, die Druckwelle hat sind noch in der Licht, aber... Hast nein noch mit die.
So, jetzt haben wir blaue Flammen, nämlich wenn man driftet, so, dann braucht man einen kleinen Anschluss. Wow! Wir müssen gewinnen, ne? Das weißt du schon. Hast du den Stunt gesehen? Danke. Oh, schön. Ja, ich weiß. Meine Güte. Ich weiß gar nicht. Ich hab teilweise das Gefühl, dass ich hier manchmal bremsen musste in den Korb. Das war doch bei Mario nee, der Fall gewesen. Bei Mario kann man immer Vollgas geben. Und. Nein. Den kriegen wir noch. Schön. Okay. Dann müssen wir noch hier. Ja, ich geh mal schnell her damit. Damit wir den noch. Schön. Und jetzt holen wir auf. Und sind noch Erster geworden. Jawohl. Ah, ich hab gerade die Runde wäre schon rum. Also, das nein, Rennen. Das sind drei Runden. Das waren bis jetzt immer drei Runden. Schön hier ins Bananenfeld. Das nenne ich mal Teamwork gerade eben. Also, das war schon eine. Ich glaube, das lag aber in meiner Anweisung, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Das weiß ich nicht. Alles wird jetzt hier. Dann müsste ich die Wiederholung mir anschauen. Ja, machen wir gleich. So, jetzt können wir gerade hier. Oh, ah, da wollte ich noch. Komm. Oh, da, natürlich kommen die jetzt schon. Aber ich habe die gebremst, hast du gesehen? Ja, hat aber nicht viel gebracht, wie du siehst. Der schmeißt jetzt eine Banane oder sowas. Einen grünen Panzer. Oh, er hat den. Sehr schön. Jetzt aber schnell hier. Dann hau ich dem nämlich gerade mal hier. Okay, schön, das war nicht, schön. War nicht nötig. Okay. Jetzt kriegen wir bestimmt nichts Tolles, ne? Oh, doch. Naja, doch, oh, verdammt. Scheiße, jetzt sind wir hier. Nein, ich hab gedacht, der wäre schon vorbei. Immer noch Erster. Das überrascht mich ein bisschen. Passt schon. So, nochmal. Mal hier ein Doppelding holen. Auch, ja. Die Ersten. Oh nein. Oh, schön. Und Erster. Wenn das mal nicht herzzerreißend war. Ja, Adrenalin pur. So, jetzt. Ja, jetzt müssen wir noch deutlich vorne, obwohl. Deutlich vorne mit 5 Punkten. Hm. Ja, nur weil du hast das letzte Rennen ja ein bisschen verkackt. Ja, naja. Was haben wir denn jetzt noch für mir verzeihen? Nein. Ah, ach, das Bergland. Ja. Die fand ich nicht schlecht, aber die ist auch nicht ohne. Ich würde gerne hinter der Prinzessin fahren, weil man kann ja unter den Rock gucken, wenn man durch die Kanone fliegt. Ja, deswegen mag weiß, deswegen, also. Deswegen liebe ich Nintendo. Ja, Nintendo, mir hat's ja eben schon angesprochen, die sind gar nicht so lieb, wie alle immer sagen. Immer nee, die sind kunterbunte Spiele, nee. Die sind schon. Haben alles unterschwellige Botschaften. Es läuft immer meistens auf Sex hinaus, glaube ich. Ja, damit magst du recht haben. Ich glaube, diese Strecke hier kann man auch in Mario Kart 3 spielen. Aber ich glaube, die haben die nicht verändert. Arbeit gespart. Haben sie einfach nur Arbeit gespart, genau. Sie hatten keine Ideen für neue Strecken und dann haben sie einfach die alte Strecke recycelt. Aber finde ich nicht verkehrt. Ich meine, so alte, so neue. Alte Strecken, so neue Spiele reinzupacken. Ich bin damit vorne eigentlich mal so. Jetzt, da musst du, glaube ich, bremsen. Ja. Ja, ein bisschen. Hast du den Slide gesehen? Oh! Ja, hast du den Slide gesehen? Aber sowas von. So, jetzt kommen wir zu der ekligsten Stelle, meiner Meinung nach. Die gib mal das Ding daher. Aber. Na. Perfekt. Aber das ist so, eigentlich, wenn man Erster ist und die Leute sind aber relativ nah hinter einem, man kann auf der Brücke immer noch was raushauen. Richtig. Finde ich ziemlich cool, diesen Sprung, obwohl man hier auch nichts machen kann. Du wärst fast runtergefallen, musst dich festhalten. Der Berg war sehr böse, hast du das gesehen? Ja. Der, nee, ausbrechen tut er nicht. Kann man eigentlich irgendwie nach hinten schauen mal? Ich würde gerne mal das Feld hinten sehen. Du kannst nach hinten schauen. Wie denn? Aus? Ja, sieht gut aus. Wir sind aber alle sehr dicht dran. Ja, ich merke es. Ich glaube, ich würde das. Oh, das ist. Schon. Oh. Ah, man ist in die Falle gefahren. Oh, ja, das noch bitte. Oh. Gib mal das Päckchen. Legen wir schön in die Mitte und dann fahren wir gleich selbst da durch. Ja, ich bin mal gespannt, ob das noch liegt, denn der. Wow. Nein, ich glaube nicht. Wenn wir gleich wieder sind. Die letzte Runde. Und sieht gut aus, dass wir das. Den Pokal nach Hause holen. Woo! 279, 78 km/h fahren wir jetzt. Ja, das nehmen wir nach Hause. Es sei denn, ich stelle mich jetzt ganz doof an und fahre uns in den Tod.
also den Abgrund. Davon gehe ich aus. Aber die sind auch sehr dicht. Das nenne ich mal Optimismus. Oh, ja, okay. Das Team aus Luigi und Wario. Ah, jetzt wurden sie von irgendwas getroffen. Nix. Hast du gesehen, wie ich gekonnt um die Items rumgedriftet bin? Das macht ja auch keiner nach. Da, schön, schön. Siehst du, unsere Bombe ist noch da? Oder war das die? Ja, ich glaube, die bewegt sich sogar ein bisschen rüber. Wie dem auch sei, gewonnen. Also, ja, anspruchsvoller, aber im Endeffekt... Ich meine, damals, als ich noch jünger war, da hatte ich schon ein bisschen zu kauen in dem Spiel. Bist du jetzt kein Junge mehr? Was sagte ich? Damals, als du noch ein Junge warst. Nein, ich meinte, dass ich, als ich jünger war, da hatte ich schon ein bisschen dran zu kauen, aber mittlerweile. Siegerehrung. Man kann das doch bestimmt hier irgendwie überspringen. Ich finde das nicht so toll. Und das sind auch eine Anspielung auf Super Mario Sunshine. Piazza Delfino ist, glaube ich, der Ort des Geschehens. Ich glaube, das ist sogar, wo Super Mario Sunshine spielt. Naja, wie dem auch sei. Der goldene Pokal des Sternenkaffs bei 150 Kubik. Ja, das kann man so lassen. Weil ich meine, ich habe uns ja hier die letzten zwei Strecken noch hier ordentlich rausgehauen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Dir bleibt doch nichts anderes übrig. Wie war? So, den haben wir geschafft. Was gibt's jetzt? Coco Loco. Oh, die Coco Loco. Das ist ein bescheuerter Name. Ich mag den Zug. Den fahren wir ja jetzt auch als nächstes.